Hallo zusammen! In diesem Video gebe ich dir 23 Tipps für bessere Makrofotos. Mit dem Einstieg in die Makrofotografie wird sich dir eine ganz neue Welt eröffnen. Du wirst fasziniert sein, wie detailreich du die Pflanzen und Insekten auf einmal wahrnimmst. Ich habe schon viele Stunden damit verbracht, Insekten auf einer Blume zu beobachten und zu fotografieren. Für mich persönlich ist die Makrofotografie total beruhigend. Nur selten bin ich so sehr im Moment, wie wenn ich auf Motivjagd bin. Der Fokus liegt auf das Finden und perfekte Ablichten von Kleinstlebewesen. Und jedes Mal bin ich aufs Neue begeistert, wie viele Details ich entdecke. Ich kann dir nur empfehlen, diese Art der Fotografie einmal auszuprobieren. Mir hat sie die Augen geöffnet und ich nehme meine Umwelt viel bewusster wahr. Es ist sozusagen eine Achtsamkeitsübung. Bei dem Tipp 1 bis 6 widme ich mich der richtigen Kameraausstattung. Erstens, verwende ein Makroobjektiv. Die Verwendung eines Makroobjektivs ist in der Makrofotografie unabdingbar, denn nur diese sind darauf ausgelegt, gute Makrofotos zu machen. Das Problem bei einem normalen Objektiv ist die Naheinstellgrenze. Nur mit einem Makroobjektiv kommst du nah genug an dein Motiv heran. Die Stärken des Makroobjektivs liegt außerdem darin, dass sie fast ohne Verzeichnungen arbeiten, eine sehr gute Bildqualität bieten und außerdem eine gute Lichtstärke haben. Oftmals liegen die Schwächen der Makroobjektive im Autofokus, aber ich rate dir eh dazu, manuell zu fokussieren. Darauf gehe ich aber später nochmal genauer ein. Die typische Makrobrennweite liegt übrigens bei 90 bis 100 mm. Achte beim Kauf des Makroobjektivs unbedingt auf eine gute Qualität, denn nur mit einem Makroobjektiv kannst du brillante Makrofotos mit einer überragenden Schärfe machen. Wie du günstig ein gutes Makroobjektiv kaufen kannst, erläutere ich dir ebenfalls noch. Übrigens, aufgrund der guten Lichtstärke und Bildqualität eignen sich Makroobjektive auch bestens für das Fotografieren von Porträts. Zweitens, fotografieren mit Zwischenringen. Ich muss gestehen, dass ich noch nie selbst mit Zwischenringen fotografiert habe, weil ich quasi von Anfang an ein Makroobjektiv verwendet habe. Dennoch möchte ich dich über diese Variante der Makrofotografie informieren. Willst du dir nicht extra ein Objektiv für die Makrofotografie kaufen, sind Zwischenringe die perfekte Lösung für dich. Diese schraubst du zwischen deine Kamera und dein normales Objektiv. Die Zwischenringe vergrößern den Abbildungsmaßstab deines Objektivs und ermöglichen es dir so, auch mit einem normalen Objektiv im Makrobereich zu fotografieren. Zwischenringe gibt es auch im Set und du kannst verschiedene Zwischenringe miteinander kombinieren, um einen möglichst großen Abbildungsmaßstab zu erreichen. Wenn du Automatik-Zwischenringe verwendest, bleiben auch alle Funktionen deiner Kamera, wie etwa der Autofokus, erhalten. Die Bildqualität bleibt ebenfalls erhalten. Dennoch haben Zwischenringe zwei Nachteile. Zum einen verringern sie die Lichtstärke deines Objektivs. Hier gilt, je breiter der Ring ist oder je mehr Ringe du kombinierst, desto mehr verliert dein Objektiv an Lichtstärke. Des Weiteren verkleinern Zwischenringe auch deinen Fokusbereich. Dieser wird ebenfalls durch die Breite bzw. der Anzahl der Ringe verkleinert. Drittens, die Verwendung einer Nahlinse. Mit Hilfe einer Nahlinse kannst du ein normales Objektiv in ein Makroobjektiv verwandeln oder auch für eine Vergrößerung an deiner Makrolinse sorgen. Je nach Hersteller wird die Nahlinse auf das Objektiv geschraubt oder durch einen Schnappadapter angebracht. Wichtig ist, dass du beim Kauf darauf achtest, dass die Nahlinse auch mit deinem Objektiv kompatibel ist. Die Stärke der Nahlinse wird in Dioptrien gemessen und ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Je höher die Dioptrien, desto höher ist der Vergrößerungseffekt. Optimal ist die Verwendung mit einem Standard-Zoom- oder Telezoom-Objektiv. Ich habe auch schon mit einer Nahlinse an meinem Makroobjektiv experimentiert und muss dir dazu sagen, dass es noch mehr Geduld erfordert als normal. Durch die Vergrößerung ist es noch schwieriger, den richtigen Bereich scharf abzubilden. Es kann auch passieren, dass es bei Objektiven mit einem großen Durchmesser zu einer Vignettierung kommen kann. Das Problem kannst du durch ein leichtes Zoomen beheben. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Nahlinse nur einen sehr kleinen Bereich scharf abzubilden. Aus diesem Grund sollte die Blende weit geschlossen werden. Damit erreichst du eine größere Schärfeebene. Aufgrund der geschlossenen Blende benötigst du allerdings eine längere Belichtungszeit. Dies macht es schwierig, aus der Hand zu fotografieren, da die Verwacklungsgefahr sehr groß ist.
Daher ist der Einsatz eines Stativs sehr sinnvoll. Alternativ kann auch ein Blitzgerät für ein höheres Lichtaufkommen sorgen. Viertens, die Verwendung eines Stativs. Ob der Einsatz von einem Stativ in der Makrofotografie sinnvoll ist, hängt auch stark von deinem Motiv ab. Denn wenn du unbewegte Objekte fotografierst, bietet ein Stativ viele Vorteile. Der größte Vorteil ist, dass du eine längere Belichtungszeit wählen kannst und dadurch die ISO und das Bildrauschen reduzierst. Es bietet ebenfalls den Vorteil, dass du das Bild nicht verwackelst. Durch die extreme Nähe zum Motiv kann jede kleine Bewegung zu Verwacklungen führen. Ich persönlich bin jedoch kein Fan vom Stativ in der Makrofotografie, da ich hauptsächlich bewegte Objekte fotografiere. Es ist schon schwer genug, eine Biene, die von Blüte zu Blüte fliegt, mit der Kamera zu verfolgen. Mit einem Stativ ist das nahezu unmöglich. Mit der Kamera in der Hand bleibe ich einfach flexibel. Ich kann jederzeit die Perspektive ändern und herausfinden, welcher Winkel, Bildausschnitt oder Lichteinfall für mein Motiv ideal ist. 5. Makrofotografie mit Blitz. Auch in der Makrofotografie spielt das Thema Licht und Ausleuchtung eine große Rolle. Denn je nach Motiv und Abstand deiner Kamera kann es passieren, dass zu wenig Licht auf dein Objekt fällt und unschöne Schatten entstehen. Vermeiden kannst du dies mit einem Ringblitz. Dieser sorgt für eine perfekte Ausleuchtung im Makrobereich und ermöglicht Makroaufnahmen ohne Schatten. Ich habe mit der Verwendung von einem Ringblitz bei meinen Makroaufnahmen sehr gute Erfahrungen gemacht. 6. Spartipp. Kaufe dein Fotoequipment gebraucht. Wenn du deine Fotoausrüstung gebraucht kaufst, kannst du viel Geld sparen. Gerade wenn du dir noch unsicher bist, ob dir beispielsweise die Makrofotografie liegt, hast du die Möglichkeit, das Equipment günstig auszuprobieren. Sollte dir diese Art der Fotografie nicht gefallen, kannst du es ja auch jederzeit wieder verkaufen. Häufig sieht die Gebrauchtware fast wie neu aus, da die meisten Fotografen ihre Ausstattung sehr pfleglich behandeln. Oftmals ist auch jahrealtes Fotoequipment noch in einem guten Zustand, da sowohl Kameras als auch Objektive nicht so schnell verschleißen und von vielen aus Zeitmangel nur selten benutzt werden. Der größte Vorteil des Gebrauchtkaufs ist wohl, dass du dir mit deinem gleichen Budget bessere Fotoequipment leisten kannst. Gerade gute Objektive haben ihren Preis. Die qualitativen Unterschiede zu günstigen Objektiven sind oftmals enorm. Wenn du also nur eine bestimmte Summe zur Verfügung hast, rate ich dir lieber, ein älteres, aber dafür sehr gutes Equipment zu kaufen. Makrofotografie Trick 7-12. Die richtigen Kameraeinstellungen. Die größte Herausforderung bei der Makrofotografie ist es, das Motiv an der richtigen Stelle schön scharf abzubilden. Damit dir das gelingt, gebe ich dir ein paar Tipps zu deinen Kameraeinstellungen. 7. Fotografiere im RAW-Format. Damit du in der Bildbearbeitung das Beste aus deinen Bildern herausholen kannst, solltest du im RAW-Format fotografieren. So kannst du Unter- und Überbelichtungen oder auch den Weißabgleich korrigieren. 8. Wenn du ein Stativ verwendest, schalte den Bildstabilisator aus. Wenn du bei den Makroaufnahmen ein Stativ verwendest, vergiss nicht, den Bildstabilisator auszuschalten. Es kann sonst zu Verwacklungen führen. Des Weiteren empfehle ich dir, bei längeren Belichtungszeiten einen Selbstauslöser zu verwenden, damit dein Foto nicht bei dem Auslösen verwackelt. 9. Fokussiere manuell. In der Makrofotografie kannst du dich auf den Autofokus nicht verlassen. Es ist besser, selbst zu entscheiden, wo du die Schärfe haben möchtest. Aus diesem Grund solltest du manuell fokussieren. Am besten eignen sich hierfür Kameras mit der Option Focus Peaking. Diese Funktion liebe ich an meiner Sony. Hier wird dann der scharfe Bereich mit einer farbigen Linie eingezeichnet und du siehst durch den Sucher direkt, ob beispielsweise das Auge der Biene scharf ist. 10. Wähle eine mittlere Blende. In der Makrofotografie verwendest du am besten Blende 8 bis 16. Bei einer niedrigeren Blende ist der Schärfebereich oft zu gering und bei einer höheren Blende wird das Bokeh nicht so schön. 11. Wähle einen niedrigen ISO-Wert. Bildrauschen ist immer störend, besonders in der Makrofotografie. Um das Bildrauschen zu vermeiden, solltest du einen möglichst niedrigen ISO-Wert wählen. Optimal wäre natürlich ISO 100.
Dennoch ist es meiner Erfahrung nach oftmals schwierig, einen niedrigen ISO-Wert einzustellen, da es meist an Licht fehlt. 12. Die richtige Belichtungszeit. Es ist schwierig, eine optimale Belichtungszeit anzugeben, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt. Nachdem du die Blende und die ISO eingestellt hast, wird dir deine Kamera eine Belichtungszeit vorschlagen. Wenn du unbewegte Motive fotografierst, ist es theoretisch egal, wie lang diese ist. Notfalls musst du ein Stativ verwenden. Bei bewegten Motiven wird das Ganze jedoch etwas schwieriger. Um diese scharf abzubilden, brauchst du eine kurze Belichtungszeit. Gerade bei der Fotografie von Insekten kommst du um die kurze Belichtungszeit nicht drumherum. Damit du diese erreichst, kannst du versuchen, entweder die Blende noch ein bisschen zu öffnen oder die ISO höher zu stellen. Eine perfekte Aufnahme ist immer ein Zusammenspiel aus den Komponenten Belichtungszeit, Blende und ISO. Diese greifen direkt ineinander. Solltest du das Problem haben, dass die ISO zu hoch ist und dass zu Bildrauschen führt, bleibt dir noch die Option, einen Blitz zu verwenden. Makrofotografie Tricks 13 bis 19. Tipps für das perfekte Makrofoto. Nachfolgend gebe ich dir Tipps, wie du zu guten Ergebnissen in der Makrofotografie kommst. 13. Übe an unbewegten Motiven. Die Makrofotografie erfordert viel Geduld und man muss erst ein Gefühl dafür bekommen. Gerade für Anfänger ist es schwierig, manuell zu fokussieren und den richtigen Bereich scharf zu stellen. Aus diesem Grund empfehle ich dir, erst einmal an unbewegten Motiven zu üben. Gut zum Üben in der Natur eignen sich zum Beispiel Pilze, Moos oder Eiskristalle von Schneeflocken. Du findest aber auch zu Hause interessante Motive. Hier fallen mir folgende Gegenstände ein. Schrauben, Uhrwerke, Kaffeebohnen, Federn. Deiner Fantasie sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Übrigens, viele Pflanzen sind teilweise auch schwer zu fotografieren. Wenn es zu windig ist, wackeln diese auch und es ist wahnsinnig schwer, den Fokus auf die richtige Stelle zu setzen. Vermeide zum Üben also auch windige Tage. 14. Achte auf gutes Licht. Die ideale Zeit für Makrofotografie ist zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Zu diesen Zeiten hast du ein weiches Licht, das dein Motiv umspielt und gleichmäßig ausleuchtet. Das Licht um die Mittagszeit ist zu hart und dein Motiv wird überstrahlt bzw. zu dunkel im Schattenbereich. Wenn du in den frühen Morgenstunden oder zum Abend keine Zeit zum Fotografieren hast, kannst du außerdem bei bewölktem Himmel losziehen. Wenn es nicht zu dunkel ist, ist dies ebenfalls ein guter Zeitpunkt, um auf Motivjagd zu gehen. 15. Das Bouquet in der Makrofotografie. Stelle das Motiv richtig frei. Die Kunst in der Makrofotografie liegt darin, das Hauptmotiv schön gleichmäßig scharf abzubilden und dennoch einen weichen Hintergrund ohne störende Objekte im Vorder- und Hintergrund zu haben. Je offenblendiger du arbeitest, desto schöner wird dein Bouquet. Jedoch verliert dein Hauptmotiv an Schärfe. Auch wenn ich dir bei den Kameraeinstellungen geraten habe, mit Blende 8 bis 16 zu fotografieren, kann es sein, dass du deine Blende weiter öffnen musst, um ein optimales Gesamtergebnis zu erhalten. Probiere es einfach aus und bleibe flexibel. 16. Sei geduldig. Am Ende zahlt sich die Geduld meistens aus. Gerade bei der Fotografie von bewegten Motiven brauchst du viel Geduld. Aus diesem Grund habe ich dir auch geraten, mit unbewegten Motiven anzufangen, da du hierbei deine Kamera besser kennenlernst und ein besseres Gefühl für die Makrofotografie entwickelst. Die Schwierigkeit beim Fotografieren von bewegten Motiven ist die relativ kurze Fluchtdistanz. Oftmals fliegen beispielsweise Schmetterlinge davon, sobald du in ihre Nähe kommst. Bienen und Hummeln sind hier meiner Erfahrung nach nicht ganz so scheu. Im Allgemeinen lohnt es sich auch hier, die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden für das Fotografieren zu nutzen, da die Insekten zu dieser Zeit träger sind und es leichter ist, sie abzubilden. 17. Schau genau hin, es gibt viel zu entdecken. Geduld zahlt sich auch in der Motivsuche aus. Natürlich gibt es viele offensichtliche Motive, aber es lohnt sich auch, genauer hinzuschauen. Wenn du dir die Zeit nimmst, deine Umwelt richtig wahrzunehmen, wirst du viele Dinge, Pflanzen und Tiere entdecken, die du normalerweise gar nicht wahrgenommen hättest.
Du wirst wirklich überrascht sein, auf welche Insekten du alles stößt. Am Anfang ist es noch nicht so einfach, in die Welt der kleinen Dinge abzutauchen. Aber je mehr du übst, desto mehr wird dein Blick geschärft. Ich war auch überrascht, wie spannend es ist, einen Schmetterling durch die Kamera zu beobachten, wie er mit den Saugrüsseln den Nektar aufnimmt. Es ist wirklich ein Eintauchen in eine ganz andere Welt. 18. Geh näher ran. Dein Ziel ist es letztendlich, das Motiv möglichst formatfüllend abzulichten. Dadurch kannst du mehr Details erkennen und das Foto wirkt spannender. Um dies zu erreichen, musst du so nah wie möglich an dein Motiv ran. Du kannst auch weitere Hilfsmittel wie die bereits erwähnte Nahlinse verwenden. 19. Räume auf und sorge dafür, dass dein Motiv perfekt in Szene gesetzt wird. Gerade wenn du unbewegte Motive fotografierst, hast du auch die Möglichkeit, für Ordnung in deinem Bild zu sorgen. Du willst beispielsweise einen Pilz fotografieren und dir steht ein Grashalm im Weg oder ein Blatt verdeckt die perfekte Sicht auf dein Motiv? Dann entferne es. Du kannst dafür sorgen, dass keine störenden Elemente in deinem Bild sind. Makrofotografie-Tricks 20 bis 23. Kreativität sorgt für eindrucksvolle Makrofotos. Wenn du Makrofotos machen möchtest, die sich ein bisschen von der Masse abheben, kannst du auch folgende Tipps berücksichtigen. Diese zeigen dir auf, dass es sich lohnt, flexibel zu bleiben und Neues auszuprobieren. 20. Begib dich auf Augenhöhe mit deinem Motiv. Spiele mit der Perspektive. Durch einen Wechsel der Perspektive kannst du oft viel aus einem eher gewöhnlichen Motiv herausholen. Wir sind es im Alltag gewohnt, Dinge aus der Vogelperspektive zu sehen. Deshalb rate ich dir dazu, mit der Perspektive zu spielen. Meistens reicht es schon aus, dich mit deinem Motiv auf Augenhöhe zu begeben. Manchmal musst du dich dafür auch auf den Boden legen. Aber glaube mir, es macht deine Fotos interessant und aufregend. 21. Der perfekte Fokus. In der Makrofotografie ist der Fokus unheimlich wichtig. Bei Tieren und Insekten muss der Fokus natürlich auf den Augen liegen. In der Pflanzenwelt kannst du auch ein bisschen kreativer sein. Wie ich dir bereits erläutert habe, solltest du manuell fokussieren. Denn so hast du die Möglichkeit, mit der Schärfe zu spielen. Probiere aus, wie sich die Bildwirkung verändert, wenn du die Schärfenebene verschiebst. 22. Experimentiere mit der Beleuchtung. Wenn du gerne etwas kreativ sein möchtest, kannst du auch eine Taschenlampe verwenden und dein Motiv von der Seite beleuchten. Spiele mit verschiedenen Lichteinfällen und beobachte, wie sich dein Motiv dadurch verändert. 23. Benetze dein Motiv mit Wasserperlen. Eine weitere interessante Möglichkeit für abwechslungsreiche Bilder ist, eine Sprühflasche mitzunehmen und dein Motiv mit Wasser zu benetzen. Du wirst feststellen, dass vieles durch die Wassertropfen ganz anders wirkt. Eine Blüte oder eine Spinnwebe benetzt mit einer Vielzahl von Wassertröpfchen ist wirklich faszinierend. Du kannst natürlich auch deinen Fokus auf die Wassertropfen legen und die Spiegelungen, die sich in ihnen ergeben, ablichten. Auch hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das waren meine 23 Tipps für schöne Makroaufnahmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du noch Fragen hast, hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao!